Ja, herzlich willkommen zur Coffee Lecture im November. Heute zu Gast ist das Entrepreneurship Cluster Mittelhessen in meiner Person. Hi, ich bin Tristan Herbold. Ich bin Geschäftsführer des Entrepreneurship Cluster Mittelhessen. Und wie ihr merkt, haben wir einen sehr komplizierten Namen, weshalb wir die Kurzform ECM pflegen. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als das Gründungszentrum der JLU. Und wir sind gesamtuniversitär aufgestellt. Und daher mal eine ganz kurze Frage. Hand hoch, wer uns denn schon kennt oder mal von uns gehört hat? Das ist der überwiegende Mehrteil, das freut mich sehr. Dennoch stehe ich heute hier und will Ihnen präsentieren, was wir im Tagesgeschäft tun, was unsere Missionen und Ziele sind. Genau. Ich würde anfangen. Und zwar, ich habe gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Wir sind Gründungszentrum der Uni Gießen und als solches ist es unsere Mission, Gründungsideen, Gründungsteams der Universität von Studierenden, Mitarbeitern und Alumni ganzheitlich zu unterstützen. Mit dem Ziel, die Anzahl an innovativen Existenzgründungen aus der Hochschule zu erhöhen. Wie wollen wir dieses Ziel erreichen? Wir haben dort eine Strategie festgelegt, um die Gründungsteams unter den Einbezug von internen und externen Multiplikatoren, Mentoren und Netzwerkpartnern zu begleiten. Unsere Vision, die darf natürlich auch nie fehlen. Wo sehen wir uns in 5 Jahren, ist die klassische Frage dahinter. Ganz klar, ich hätte gerne, dass die JLU eine Gründerhochschule wird. Dahinter verstehen wir so ein bisschen Ziel und Zweck, dass es einen Nährboden darstellen soll, die Hochschule, die zu unternehmerischem Denken und Handeln einlädt. Das heißt, alles, was Sie, was ihr in Form von Forschungsarbeiten, Hausarbeiten erarbeitet, mit dem Hintergedanken versehrt, könnte ich das auch in Form einer Gründung auf die Straße bringen, um einen Impact zu haben, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Genau. Unsere Tätigkeit, unser Tagesgeschäft ist aufgeteilt in 3 große Bereiche. Die sind jetzt hier dargestellt als Puzzleteile, weil sie ja strategisch ineinander greifen. Der erste große Puzzleteil, wie zu sehen, ist die Gründerhochschule. Das ist unsere Vision. Da ist das Ziel eben, eine Gründungskultur zu etablieren, die ich gerade schon mal definiert habe. Der zweite Baustein ist die Entrepreneurial School. Dort wollen wir die Studierenden befähigen für die anfallenden Aufgaben einer Existenzgründung. Ich sehe auch gerade hier schon ein paar im Plenum, die bereits diesen Baustein mit uns durchgeführt haben, dazu aber gleich später mehr. Der dritte Baustein ist so ein bisschen mein Tagesgeschäft oder unser Tagesgeschäft. Das sind die inkubierenden Funktionen. Mit Inkubierung meinen wir, aus Ideen in einem Brutkasten Unternehmen zu formen. Genau. Zu jedem der einzelnen Bausteine werde ich in Kürze jetzt mal ganz kurz anreißen, welche konkreten Maßnahmen wir darin abarbeiten. In dem ersten Baustein Gründerhochschule ist es so, dass wir beispielsweise den großen Ideenwettbewerb Ideaslam pflegen. Der ist dieses Jahr im Mai erstmals durchgeführt worden in der Aula des Uni-Hauptgebäudes mit 250 Besucherinnen und Besuchern. Wir hatten 25 angemeldete Ideen. Leider haben es an dem Abend nur 10 geschafft zu pitchen. Musste vorwegnehmen, wir haben eine Vorauswahl getroffen, um wirklich die besten Ideen der Hochschule dort pitchen zu lassen. Ein kleiner Aufruf auch, am 4.6. findet im neuen Jahr die 2. Auflage statt und ihr seid herzlich eingeladen, eure Ideen in den Ring zu werfen. Neben diesem großen Ideaslam haben wir aber auch verschiedene Netzwerkevents. Das findet mindestens einmal im Quartal bei uns statt, das ist unsere Zielvorgabe. Da hatten wir beispielsweise den Film aufgeführt, Startups Made in Germany, und der Regisseur Norbert Apostel war zugegen, als kleines Beispiel. Zudem haben wir jetzt seit circa 6-8 Wochen eine Bibliothek aufgebaut. Die befindet sich aber nicht hier, sondern in der Zweigbibliothek Recht und Wirtschaft auf dem Campus Lichter Straße. Wenn ihr dort mal vorbeischauen wollt, wir haben ganz coole Biografien, Workbooks, ist für jeden was dabei. Dann in Planung befindlich ist das ECM-Portal Just Us von Justus abgeleitet. Hierhinter versteckt sich ein Portal, das wir gerade mit verschiedenen Agenturen aufbauen möchten, um eine Co-Founder-Börse zu etablieren. Das heißt, wenn ihr Lust auf ein Startup habt, aber keine konkrete eigene Idee, könnt ihr dort ein Profil pflegen, um mit anderen Gründern in Kontakt zu treten. Auch ganz wichtig in dem Zuge ist uns, dass wir den Dealflow hier in der Uni erhöhen. Unter Dealflow verstehen wir, dass wir mehr Wagniskapital, Corporate, Venture Capital in die Universität bringen, um gerade so eine Anschubfinanzierung zu Beginn der Ideenausentwicklung an die Uni zu tragen. Das wird dort auch Bestandteil sein. Der zweite Baukasten ist die School, wie gesagt, die befähigen soll. Da habe ich einmal im Sommersemester jeden Jahres ein AFK-Seminar, außerfachliche Kompetenz. Das heißt, explizit jeder Studiengang, jede Fachrichtung kann dort in das Seminar kommen und kann innerhalb von 24 Zeitstunden das Thema Entrepreneurship näher gebracht bekommen. Zudem haben wir eine Praktika-Vortragsreihe, die ist momentan auch noch etwas in Planung, wobei wir auch schon vereinzelte Experten einladen konnten. Hier wollen wir einfach ein bisschen zeigen aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft,
ja, Macher, Macherinnen einladen, die ihre Lessons learned mit uns teilen. Zum anderen, auch in Planung gerade, sind verschiedene Workshops zu fachspezifischen Themen des Gründungsmanagements, sei es jetzt die Finanzierung, Patentanmeldung oder auch das Pitchen. Das wird dann dort in Intensivkursen beigebracht. Der dritte Baustein, das sind unsere Tagesgeschäftstätigkeiten, die inkubierenden Funktionen. Das beginnt bei klassischen Gründungsberatungen, hier in einem geschützten Raum, eine 1:1-Beratung, entweder mit mir oder meiner Kollegin Sarah Krecker. Die Idee kann von einer ganz vagen Idee reichen, die unter der Dusche kam, wie die besten Ideen meistens. Es können aber auch schon fertige Businesspläne an uns herangereicht werden, die wir dann gemeinsam mit Ihnen, mit euch durchsprechen und in Form eines bankenfähigen Businessplans bringen, der dann befähigt, auch externes Kapital aufzunehmen. Wir haben neben diesen Beratungen auch ein eigenes Stipendienprogramm aufgesetzt seit letzten August. Dieses Stipendienprogramm und alle weiteren Aktionen, die ich jetzt heute hier vorstelle, sind unterstützt von dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Da hatten wir letztes Jahr knapp 200.000 Euro eingeworben, um unsere Gründungsförderung auf ein nächstes Level zu heben. Innerhalb dieser Förderung ist auch ein Stipendienprogramm involviert, das befähigt zu insgesamt 3.000 Euro für Gründerteams. Da kann man sich Anfang nächsten Jahres wieder bewerben. Gerne auf der Homepage immer mal wieder drauf schauen, da wird es dann ausgeschrieben. Momentan haben es schon 2 Gründerteams der JLU beansprucht, das Stipendienprogramm. Neben Geld und lieben Worten haben wir aber auch Arbeitsplätze für euch, für Sie, damit Sie im Team gemeinsam an der Idee weiterarbeiten können. Das ist im alten Schlachthof in der Beta-Box, ganz stylisch mit Perserteppichen und einer eigenen Sauna. Wir haben momentan noch 3 Plätze frei. Das heißt, wenn ihr eine Gründungsidee habt und Lust habt, im Team in einer legeren Atmosphäre in Mate zu trinken und saunieren zu gehen, kommt vorbei, sprecht uns an. 3 Plätze sind wie gesagt noch frei. Zudem haben wir ein ECM-Mentorenprogramm aufgesetzt. Da sind momentan schon 15 Mentorinnen und Mentoren vertreten. Das sind Know-how-Geber, die im besten Falle ihr Netzwerk öffnen oder sogar im allerbesten Falle das Portemonnaie, um sie zu unterstützen, die Idee auf die Straße zu bringen. Ja, ich habe es schon mal ganz kurz angerissen. Am 4. Juni nächsten Jahres findet die 2. Auflage des Ideaslams statt. Das ist unser großer Ideenwettbewerb, wo sich wirklich jeder Fachbereich, jede Betriebseinheit der Uni Gießen bewerben darf. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und dann am 4.6. für Preisgelder in Höhe von über 5.000 Euro pitchen zu dürfen, wenn das kein Ansporn ist. Genau. Hier sind unsere Kontaktdaten vertreten. Hier könnt ihr gerne mit eurer Idee auf uns zutreten. Wir sind am Campus Rechts- und Wirtschaftswissenschaften vertreten in der Licherstraße 62. Zudem haben wir auch eine Facebook-Seite. Wir würden uns hier über einen kleinen Daumen freuen, weil wir noch nicht so stark dort vertreten sind. Die Reichweite fehlt noch ein bisschen, wie das eben so ist. Die kritische Masse fehlt. Unsere Homepage könnt ihr hier unter ecm-gründerzentrum.de erreichen oder noch simpler über uni-gießen.de/ecm. Ihr wisst jetzt, wo ihr uns findet. Was ihr vielleicht noch nicht wisst, ist, wie entdecke ich überhaupt so eine oder wie finde ich für mich eine unternehmerische Gelegenheit oder eine Idee. Und da möchte ich jetzt einen ganz knappen Exkurs geben und 3 beispielhafte Wege aufzeigen, wie ihr die eigene Idee entwickeln könnt. Ich sehe jetzt auch gerade, meine Formatierung wurde ein bisschen verschossen, macht aber gar nichts. Die erste Möglichkeit wäre, eine Marktlücke aufzudecken. Die zweite Möglichkeit, Trends zu beobachten, wie beispielsweise einen Fidget Spinner, den ich nie verstanden habe. Und die dritte Möglichkeit, und das ist für mich auch die beste Möglichkeit, ich sage auch gleich warum, ist, ein konkretes Problem zu lösen, was euch, was Ihnen im Alltag auffällt oder gesellschaftlich relevant ist. Hat den Vorteil, dass natürlich eine Problemlösung auch direkt auf eine Nachfrage trifft. Fange ich an bei den Trends. Trendbeobachtung kann sehr wertvoll sein für eine Ideenfindung. Da gibt es 4 verschiedene Untergruppierungen von Trends. Das sind zum einen wirtschaftliche Kräfte, das kann das ganz normale Einkommenslevel sein, was momentan herrscht, oder Rezession, Aufschwung. Verschiedene Muster von Konsumausgaben, was ist denn gerade so ökonomisch relevant, zum Beispiel Kaufrausch oder eine Risikoaversion. Der nächste Trend sind soziale Kräfte. Darunter verstehen wir beispielsweise kulturelle oder soziale Trends, was ihr, was sie als in empfinden, oder auch der demografische Wandel beispielsweise könnte hier genannt werden. Da ist jetzt als Beispiel genannt ein Bubble Tea zum Beispiel. Die sind vor 2-3 Jahren aus dem Boden geschossen und haben ein halbes Jahr gehalten. Habe ich auch nie verstanden. Eine andere Sache zum Beispiel wäre jetzt hier, ein Altersheim mit dem Kindergarten zu verknüpfen, um den demografischen Wandel entgegenzutreten. Die dritte Möglichkeit für eine Trendbeobachtung sind technologische Fortschritte oder Errungenschaften. Das können neue Technologien sein oder auch alte, die in anderen Anwendungsgebieten adaptiert werden. Da ist jetzt zum Beispiel die Blockchain zu nennen, die sehr viele Anwendungsgebiete noch offen hält, die noch nicht bedeckt sind,
aber auch klassische Technologien, wie Sie alle kennen, 3D-Druck, Virtual Reality, die einem ganz neue Anwendungsgebiete eröffnen können. Der vierte Schritt sind politische und regulatorische Wandel oder neue Gesetze, wie es auf Neudeutsch heißt. Das könnten jetzt zum Beispiel sein, dass die E-Roller und E-Bikes Straßenzulassungen bekamen. Ihr habt ja dann gemerkt, wie viele Anbieter auf einmal aus dem Boden geschossen sind. Heißt nichts anderes, als dass diese Businesspläne schon in der Schublade lagen und nur darauf gewartet wurde, bis in Berlin das Go gegeben wurde. Beispielsweise ist jetzt aber auch das CBD neuerdings erlaubt, was auch jetzt sehr vielen Anklang findet und viele Anbieter Cremes, Öle etc. pp. Auf den Markt bringen. So viel zum Thema Trends. Problemlösung, das ist so mein heimlicher Favorit dieser drei Wege. Ganz klassisches Beispiel ist Dropbox. Der Gründer von Dropbox fuhr in seine Universität, hatte die Hausarbeit vergessen und dachte sich, schade, wäre doch schön, wenn ich das irgendwo zentral gespeichert hätte in der Cloud. Ist danach heimgegangen, hat natürlich die Arbeit abgeholt, aber auch daran gearbeitet, eine Plattform zu eröffnen, die heute unter dem Namen Dropbox jeder kennt, und um dort dann seine Hausaufgaben nie wieder vergessen zu müssen. Ein anderes Beispiel ist das Unternehmen Green City Solutions. Die Gründer sind durch die Altstadt gelaufen und haben gemerkt, bepflanzte Häuserfassaden geben eine schöne Kühle ab im heißen Sommermonaten. Haben sich daraufhin zusammengesetzt und haben gemerkt, okay, wir können was gegen die schlecht verpestete Luft in der Stadt tun, und haben diese Wände aufgestellt, die mit verschiedenen Pflanzenkulturen besetzt sind, um die Luft zu reinigen, und das sehr, sehr effektiv. Allerdings, ich möchte dazu sagen, man muss das Rad nie neu erfinden. Das können auch wirklich ganz alltägliche Probleme sein, in Anführungszeichen, die ihr löst. Als kleines Beispiel ist hier jetzt ein Fuß mit einem Schwamm abgebildet. Ich weiß nicht, wem es schon mal so ging, aber ich bin schon ein paar Mal in der Dusche ausgerutscht, wenn ich meine Füße waschen wollte. Und wieso nicht einfach einen Schwamm, entweder auf Saugnäpfe auf dem Boden oder einfach einen Schwamm an den Stab? Kleinigkeiten einfach, die euch im Alltag auffallen, die euch nerven, euch herausfordern, die auf den Zettel schreiben und iterativ an Problemlösungen arbeiten. Die dritte Möglichkeit sind Marktlücken. Und zunächst mal, was ist eine Marktlücke? Die entsteht immer dann, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung, ein Service von einer kleineren Gruppe von Personen benötigt wird und diese kleine Personengruppe zu gering ist für ein großes Unternehmen, um die in Angriff zu nehmen. Das ist immer eure Chance. Es heißt nämlich immer so schön, 5 Mark ins Phrasenschwein, nicht die Großen schlagen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Was ist hier für Beispiel zu nennen? Das ist hier ein Gitarrenmodell von Daisy Guitars. Das ist eine US-amerikanische Anbieterin von E-Gitarren. Die hat festgestellt in den 90er Jahren, es gibt E-Gitarren, die sind meistens braun, schwarz oder marmoriert, mit denen sich weibliche Musizierende nicht wirklich identifizieren können. Und sie hat in Knallfarben verschiedene E-Gitarren auf den Markt gebracht und bis heute über 200.000 Stück verkauft. Lass ich kurz sacken. Ein anderes Beispiel für einen sehr gesättigten Markt sind Kondome. Da hat sich Einhorn überlegt, Mensch, es gibt eine Nische, und zwar für vegane und nachhaltige Kondome. Die haben die sehr, sehr erfolgreich besetzt über gute Marketingaktionen. Und wie ihr seht, es kann auch in einem gesättigten Markt, Anführungszeichen, noch Möglichkeiten geben für lukrative Marktlücken. Das wäre es von meiner Seite aus. Ihr könnt diese drei Wege gerne sacken lassen. Ich bin jetzt im Nachklang noch eine halbe Stunde hier, um Gespräche zu führen, Fragen zu beantworten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit oder ohne Idee mit uns in Kontakt tretet. Vielen Dank fürs Zuhören.